Hey ihr Lieben, schön, dass du Yoga mit Marlene eingeschaltet hast. Heute erwartet dich eine fließende Yoga-Sequenz, die aufbauend wirkt, bei der du den Körper aufmachst und die Wirbelsäule mobilisierst. Und sie eignet sich ideal als Warm-up morgens nach dem Aufstehen, in der Mittagspause, wann immer du neuen Schwung finden möchtest, dann wieder in deiner Mitte ankommen möchtest. Wenn du dich jetzt gerade recht ausgelaugt fühlst, kannst du auch im Liegen starten. Ansonsten lade ich dich ein, im Sitzen zu starten, so wie du jetzt besser loslassen kannst, damit sich dein Atem jetzt gleich gut ausdehnen kannst. Das heißt, wenn du im Sitzen merkst, dass alles recht verkrampft und angespannt jetzt ist, dann leg dich gerne noch einen Moment hin. Dann leg dich entweder entspannt flach auf den Rücken oder bleib mit mir im Sitzen. Und lass dein Becken schwer in die Matte sinken. Und zieh deinen Brustkorb sanft Richtung Decke, sodass sich die Körpervorderseite öffnen und die Körperrückseite mit den Schulterblattspitzen nach unten entspannen kann. Wenn du möchtest, schließe auch gerne die Augen nach außen, öffne sie nach innen. Und vertiefe hier deine Atmung. Du kannst gerne Ujjayi atmen, wenn du das kennst. Ich lade dich ein, mit Einatmung Beckenboden, Kiefer zu entspannen. Und mit der Ausatmung sanft die Körperöffnungen zu schließen. Sitzbein, Höcker, Schambein zueinander zu ziehen. Alles sanft nach innen und oben anzuheben. Und mit der Einatmung wieder komplett zu lösen. Mit der Ausatmung zusätzlich den Bauch sanft zur Mitte ziehen, die Wirbelsäule umarmen. Mit der Einatmung Becken und Boden, Bauch wieder weit und frei sein lassen. Mit der nächsten Ausatmung und nimm die Rippenbögen mit. Dreh alles zur Mitte, umarm die Wirbelsäule. Und mit der Einatmung erlaube dir wieder, dich auszudehnen. Bleibe bei dieser Atemtechnik noch für so 3 bis 5 Atemzüge. Lass dabei Einatmung, Ausatmung immer gleicher werden. Du kannst dafür auch sehr gerne zählen. Noch ein Atemzug hier. Mit der nächsten Einatmung löse Beckenboden, Bauch, Rippenbögen, öffne den Brustkorb weit nach oben. Und mit der Ausatmung aktiviere Beckenboden, zentriere den Bauch, runde die Körperrückseite. Lass die Augen dabei sehr gerne noch geschlossen. Wenn du möchtest, nimm nur für ein paar Atemzüge die Arme mit.
Ausatmen, überkreuzen, runden. Einatmen, zu den Seiten öffnen. Und auch der Kopf darf sie gern mitbewegen. So dass die jetzt die gesamte Wirbelsäule bereits mit deiner Atmung mobilisierst. Solltest du nur in der Rückenlage sein und Lust auf Bewegung haben, steig gerne mit ein, wann immer du bereit bist. Gleichermaßen kraftvoll, das heißt mit Aktivität, mit Muskelspannung und gleichzeitig gelassen und fließend, sodass du wirklich abwechselnd deine Rippenbögen, dein Herzraum, dein Bauchraum nach vorne streckst und mit einer Ausatmung nach hinten rundest, die Schultern öffnest. Und ein letztes Mal öffne die Arme und bleib in der Öffnung. Atme dreimal tief durch, kann über den Mund aus. Na, tiefer Atemzug. Lass die Hände sinken. Und finde von hier in einen herabschauenden Hund. Du kannst die Augen, wann immer du möchtest, heute während der Praxis schließen oder geschlossen halten. Wann immer du vielleicht kurz schauen musst, kurz zu öffnen. Aber es geht wirklich darum, jetzt bei dir anzukommen. Und dann find direkt in den ersten herabschauenden Hund. Und beginn da gehen die beiden Rückseiten aus zum Marschieren und vielleicht dabei den Schritt mal ein bisschen kleiner werden zu lassen. Den Abstand zwischen Händen und Füßen, so die Dehnung in der beiden Rückseite mehr zu spüren. Und dann von hier ein Stück mehr nach hinten rauszuwandern, sodass du die Mattenlänge gut ausnutzt. Der Atem fließt entspannt weiter und dann wanderst du zurück so weit, dass du deine Mattenlänge ausnutzt. Die Arme streckst gut durch, die Knie sind nur kurz sanft gebeugt, sodass du das Gesäß weit nach hinten oben schieben kannst und erst von hier die Fersen zur Matte tief fließen lässt. Mir nehme tief ein. Und aus. Hebe das rechte Bein nach hinten oben. Öffne die Hüfte, beuge das Knie, zieh es hoch zur Decke. Und mit einer langen Ausatmung runde dich, zieh das Knie nach vorne Richtung Achselhöhle. Stütze den Fuß weit nach vorne ab. Linkes Knie zur Matte tief. Mit der nächsten Einatmung öffne die Arme. Heb deinen Brustkorb, die rechte Ferse zieht nach hinten und unten zum linken Knie. Und mit der Ausatmung, dann nimm die Hände tief, dann steig nach vor in die Vorbeuge.
Einatmen, heb gerne die Arme nach hinten, oben heb den Brustkorb nach vorne in eine Modifikation vom geraden Rücken. Ausatmen in die Vorbeuge, Knie gebeugt. Felsenrücken in die Matte, einatmen, komm hoch in den Berg, gerne die Arme hier nach hinten und oben geöffnet. Und ausatmen wieder in die Vorbeuge. Einatmen, deine Modifikation vom geraden Rücken, heb die Schultern an, bring die Schulterblätter kraftvoll zueinander. Und ausatmen, sitz die Hände tief, steig mit deinem rechten Bein einen weiten Schritt zurück, richte das Knie tief, zieh noch vor, die linke Ferse nach hinten, unten und tief, heb die Hände wie die Seite an. Und ausatmen, nimm die Hände tief. Und komm in eine Planke mit abgelegten Knien. Atme hier nochmal ein. Zieh das Steißbein nach hinten. Der Ausatmung. Dann leg das Brustbein weit nach vorne unten auf der Matte ab. Der Einatmung. Komm in die entspannte Babykobra. Und ausatmen. Wieder tief. Nur zweimal einatmen. Beweg dabei gerne den Kopf, so wie sie sich gut anfühlt. Gerne deine Schultern links, rechts. Und ein letztes Mal. Mit der nächsten Ausatmung find wieder zurück in den herabschauenden Hund. Und nur Arme hier, beug abwechselnd, das linke und das rechte Knie. Aber beug jetzt mehr so über die Mitte, sodass dabei beide Fersen zur einen Seite und beide Knie zur anderen Seite zeigen. Und spüre dabei, wie die Körperseiten ein Stück mehr aufmachen dürfen. Die Hände sind nur immer gestreckt, schieben kraftvoll nach vorne. Das Becken schiebt weg von den Schultern nach hinten und oben. Nur mal jede Seite. Und komm wieder im herabschauenden Hund an. Der nächsten Einatmung hebt das linke Bein. Öffne die linke Hüfte, beug das Knie, schieb das Knie nur ein Stück höher zur Decke. Und ausatmen, werd rund, zieh das Knie nach vorne Richtung Achselhöhle. Schön den Fuß weit vorne ab. Von hier einatmen, komm in den Krieger. Kannst das Knie jetzt auch aufheben oder abgelegt lassen, je nachdem, was da lieber ist. Und ausatmen, Fingerspitzen tief. Linkes Knie absetzen und dann von hier heb den linken Arm nach hinten und oben in einem Kreis, atme dabei tief ein und ausatmen nach vorne und tief. Nur zweimal mit der Einatmung gerne mit dem Blick der Hand nach oben folgen und direkt in der Ausatmung nach vorne und tief. Schreibst nur einen Kreis nach hinten und oben. Und dann von hier mit der nächsten Ausatmung zieh direkt das rechte Bein herein in die Vorbeuge. Einatmen, gerne deine Version von einem geraden Rücken. Heb den Blick gerne noch vor. Ausatmen, Vorbeuge, gebeugte Knie. Einatmen, drück die Füße in die Matte. Heb den Brustbein nach oben, heb den Blick. Und ausatmen, direkt wieder in die Vorbeuge, tief fließen. Ganz zum Schluss die Beine so weit strecken, dass ein sanfter, entspannter Zug von der Ferse bis zum Rücken hoch ist. Einatmen, streck den Arm in den geraden Rücken. Und dann mit der nächsten Ausatmung setz die Hände wieder ab und nimm jetzt das linke Bein einen weiten Schritt zurück. Einatmen, Krieger, Brustbein heben, ausatmen,
linke Hand tief, gerne das linke Knie mitnehmen. Einatmen, kreis den Arm nach hinten und oben. Und ausatmen, nach vorne und tief. Bleib dabei, schließ jetzt gerne deine Augen, du kennst die Bewegung. Und nur eine vollständige Einatmung, kreis die Arm, den Arm nach hinten und oben. Und mit der nächsten Ausatmung setz die Hand auf, schau das Bein nach hinten in den herabschauenden Hund. Einatmen, roll dich vor in die Planke. Ausatmen, Scheitel zieht nach vor, Fersen nach hinten. Einatmen, Brustbein vor. Ausatmen, vielleicht nehmen die Hände den halben Weg beugen. Einatmen, Scheitel, Brustbein vor, Ferse zurück. Ausatmen, ablegen. Einatmen, komm in die Cobra. Von hier ausatmen, direkt herabschauender Hund. Tiefe Einatmen hier. Und gerne über den Mund aus. Wir heben jetzt nochmal das rechte Bein an. Tiefe Einatmen und Ausatmen, einen weiten Schritt nach vor. Einatmen, Krieger 1. Und jetzt gerne das Knie gestreckt halten mit der Ausatmung. Linke Hand absetzen, rechten Arm nach oben kreisen. Ausatmen, steig in die Vorbeuge. Einatmen, deine Version von einem geraden Rücken. Und von hier mit einer Ausatmung aktiviere die Bauchmuskeln, zentriere die Mitte. Und einatmen, komm in einen Blitz. Ausatmen, nimm die Hände vor der Herz tief, sitze ein bisschen tiefer. Und dann von hier einatmen, öffne die Arme. Ausatmen, Bauch zentriert sich, Hände vor der Herz. Nur drei solche Atemzüge. Einatmen, öffne die Arme. Ausatmen, Hände vor der Herz. Na, letztes Mal aufmachen hier. Meine Beine werden schon extrem warm. Wie schaut es bei dir aus? Den nächsten Ausatmen, tauch wieder tief. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, das rechte Bein, steigt einen weiten Schritt zurück. Einatmen, linker Arm kreist nach hinten und oben. Und ausatmen, das linke Bein kommt zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, roll die nach vor in die Planke. Ausatmen, den halben Weg tief. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, roll über die Zehen innen herabschauenden Hund. Drei tiefe Atemzüge hier durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Den nächsten Ausatmung, nimm die Knie tief. Leg den Fußspann um. Setze zurück auf deine Fersen. Jetzt nur irgendetwas braucht. Und du
kannst hier gerne mit der Atemübung vom Beginn unserer gemeinsamen Zeit heute beginnen. Oder wenn du bereit bist, direkt weiter in deinen Tag gehen und dir was von diesem Fließen, der tiefen Atmung, von dieser Achtsamkeit und Stärke mitnehmen. Danke, dass du Yoga mit Marlene eingeschaltet hast. Hinterlass mir gerne in den Kommentaren, wie es dir geht, ob du Fragen hast, wie es dir gefallen hat. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.